in der Stupi Group Pädagogische Wanderwege von Peru. Ich befinde mich in den Inka-Weg Capac-Ñam. Der alte Inka-Weg geht ja von Cajamarca bis nach Cusco. Genau in Cusco befindet sich das allbekannteste Inka-Trail, die von Ollantaytambo startet bis nach Machu Picchu geht. Hier, das ist ein wohlverlassener und vergessener Inka-Weg. Also der Inka-Weg hatte natürlich mehrere Strecken, nicht nur in Cusco. Und wir befinden uns auf einem Weg in der Nähe von Tarma. Gestartet bin ich ja von Huasqui bis nach Tarma-Tambo. Das sind in der Regel 6 bis 7 Stunden Wanderweg. Ich habe das recht unterschätzt. Seit einer Stunde bin ich unterwegs. Endlich kann ich ein bisschen mich erholen und es geht ja von 3000 bis 3800 bis 900 recht die ganze Zeit nach oben. Man sollte reichlich Wasser mitbringen und natürlich nicht vergessen, dass man alle Müll, die man mitbringt, auch mitnehmen sollte. Der Weg ist unbeschildert. Seit einer Stunde bin ich komplett alleine und sehr wahrscheinlich wird auch diesen Inka-Weg auch weiter so gehen. Ich bin um 10 Uhr gestartet. Etwas spät, glaube ich, weil in Hochland ab 3 oder 4 Uhr Nachmittag schon recht windig und kahl wird. Den Weg geht es weiter. Das ist ja eher Ichu. Der Weg geht weiter dorthin. Es ist nirgendwo beschildert. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Ich meine, ich sehe keinen anderen Weg. Und ich glaube nicht, dass man hier Vicuñas ersichtigen kann. Aber die Hoffnung steht wohl zuletzt. Ich glaube, wir haben jetzt eine Kurve gemacht, weil den Weg ging nicht weiter. Diesen Weg vor uns war das Ende. Da hinten befindet sich Tarma. Und wir müssen hier nach Tarma-Tambo. Jetzt geht es steil nach unten. Und wie man sehen kann, es ist eine sehr typische Hochlandlandschaft. Es ist recht grau, kalk. Kaum zu glauben, also die von Machu Picchu ist ja recht eindrucksvoller, weil es auch am Regenwald angrenzt. Ja, und da sieht man ja natürlich sehr viele Papageien. Ich habe einen Kolibri gesehen, einen anderen Kolibri. Ich muss ja in dieser Richtung, also hinter mir. Und als Chaski hätte ich mich nicht gut geeignet. Die Chaskis sind ja die Läufer oder die Postboten der Inkas. Die ganzen Inka-Netz benutzt und überall haben ja Sachen transportiert. Was sie transportiert haben, waren die wohlbekannten Kipus. Kipus ist eine Art Post, wo dann die Inkas damals seine Kommunikation verschlüsselt haben. Bis jetzt Menschenseelen alleine, was sehr selten in Peru ist, vor allem bei diesen touristischen Wegen. Ich hab nie gedacht, dass so ein Inka-Weg so allein und verlassen sein kann. Es ist ja natürlich ein bisschen abenteuerlich, schon zugegeben. Aber es lohnt sich bis jetzt. Aber nee, da hinten sind ein Bauer mit seinem Kind und seinem Hund. Ich werde dann nach dem Weg fragen. So, der gute Mann hat mich gut beraten. Sein Hund war nicht so erfreut, mich zu sehen. Der hätte mich beinahe gebissen. War eine coole Sache, dass er mir denn einen guten Tipp gegeben hat. Und zwar ein paar Meter von diesem Weg entfernt gab es eine Kreuzung. Diese Kreuzung, es gab einen Umweg und führte in ein Tal rein. Ja, den Tal gibt es einen Fluss, das sieht an sich ganz cool aus. Und er hat gesagt, bitte geh nicht da rein. Nicht durch den Tal entlang, sondern nimm den Weg über den Tal. Also ich laufe jetzt gerade über den Tal hinaus, also der Tal befindet sich auf dieser Seite. Ich sollte nicht nach unten gehen, sondern über den Tal weiterlaufen. Er hat gemeint, wenn du reingehst, kommst du nicht mehr raus. Es war sehr nett, beziehungsweise voll cool, ihn zu finden, weil sonst hätte ich wirklich ein Problem gehabt. Es geht ja steil nach unten. Und ich bin ja gespannt, ob ich den Weg zurück nach Tarma-Tambo finde.